Hallo zusammen! Da dies mein erstes Video 2015 ist, wünsche ich euch alle mal ein frohes neues Jahr. Und wenn ich froh sage, meine ich natürlich ein gruseliges neues Jahr. Viele von euch wollten nach den ganzen Videospielmythen wieder etwas wirklich Gruseliges sehen. Und ich wollte mich auch mal wieder mehr mit Dingen beschäftigen, die mir einen eiskalten Schauer über den Rücken jagen. Genau so ein Video erwartet euch heute. Ich habe 10 Bilder gesucht, die extrem gruselig, mysteriös und unerklärlich sind. Und bevor ihr jetzt schon Fake in die Kommentare schreibt, ich habe extra Bilder rausgesucht, die sehr alt sind. Zu dieser Zeit war eine Fotomontage unmöglich. Es gibt zwar einige Fehler, die bei älteren Bildern auftreten können, bekanntes Stichwort Überbelichtung, aber diese Bilder wurden von Experten untersucht und für echt befunden. Schauen wir mal rein. Nummer 1. Geist auf einem Gruppenfoto. Auf diesem Bild sieht man ein Gruppenfoto der Royal Air Force. Auf den ersten Blick ein normales Bild. Doch wenn man sich den von links vierten Soldaten genauer ansieht, sieht man hinter ihm ein zweites Gesicht. Die Truppe wurde zu dem Bild befragt und sie haben das Gesicht sofort erkannt. Es soll sich um den Mechaniker Freddy Jackson handeln, der Teil der Gruppe war, aber leider 2 Tage bevor das Foto entstand, gestorben ist. Nummer 2. Mysteriöse Frau auf dem Grove-Friedhof. Auf diesem Bild sieht man eine Frau auf dem Grove-Friedhof in Illinois in Amerika. Unter Experten für paranormale Phänomene gilt dieser Friedhof als der von Geistern meist heimgesuchteste Ort der Welt. Aus dem Grund war auch die Fotografin Mary Huff auf dem Friedhof und hat dort Bilder geschossen. Sie war enttäuscht, dass sie nichts Mysteriöses erblicken konnte. Als sie ihre Bilder entwickelte, sah sie diese Frau auf einem der Bilder. Ihr lief ein kalter Schauer über den Rücken. Sie war sich zu 100% sicher, dass sie die einzige Person auf dem Friedhof gewesen ist. Nummer 3. Geistercowboy. 1996 war Ike Clanton mit einem Freund auf Urlaub in Arizona. Natürlich besuchten sie auch die legendäre Wildweststadt Tombstone und den Friedhof, auf dem viele berühmte Revolverhelden begraben liegen. Passend gekleidet hat er sich für das Foto positioniert. Beim Entwickeln gefror ihnen das Blut in den Adern. Sie erblickten die Person hinter Ike. Sie waren allein auf dem Friedhof, doch es ist ziemlich genau ein Cowboy zu erkennen. Seltsam ist auch, dass die Beine des vermeintlichen Cowboy-Geistes einfach fehlen. Nummer 4. Der Waldgeist. Dieses Foto wurde vom Pfarrer Richard Blaines in der Nähe von Alice Springs in Australien aufgenommen. Das Bild wurde 1959 geschossen. Eine Fotomontage lässt sich also wieder ziemlich sicher ausschließen. Eine Mehrfachbelichtung wird auch ausgeschlossen, da der Rest des Bildes klar zu erkennen ist. Die mysteriöse Person im Wald war wieder erst nach dem Entwickeln auf dem Bild zu sehen. Nummer 5. Das Mädchen aus dem Feuer. Am 19. November 1995 brach in der Wham-Town-Halle in England ein Feuer aus. Einer der Feuerwehrleute schoss ein paar Bilder, um das Ausmaß der Zerstörung und der Flammen zu dokumentieren. Auf einem der Fotos entdeckte er ein kleines Mädchen, das in den Flammen stand. Doch bei dem Brand ist niemand ums Leben gekommen. Weder die Feuerwehrleute noch irgendwelche Nachbarn hatten ein Mädchen bemerkt, beziehungsweise erkannten sie auch nicht. Da ihm das Ganze keine Ruhe ließ, begann er zu recherchieren und stieß auf die Geschichte von Jane Cherm. Jane war ein kleines Mädchen, das im Jahr 1677 in derselben Nachbarschaft versehentlich einen Brand verursachte, bei dem sie und ihre Familie ums Leben kamen. Nummer 6. Der Geist auf der Rückbank. Dieses Bild entstand 1959. Mary Gina fotografierte ihren Mann im Auto kurz bevor er losfuhr, da sie sich eine Zeit lang nicht mehr sehen werden. Doch es scheint so, als wäre er nicht allein in seinem Auto gesessen. Nummer 7. Der gruselige Mönch. Im Sommer 1994 machte der Pfarrer Kenneth Ford einige Aufnahmen von seiner Kirche für ein Fotobuch. Doch ohne es zu wissen, machte er dabei auch ein Foto von etwas, was wie der Geist eines Mönches aussieht. Viele Experten haben das Foto begutachtet, doch auch Skeptiker konnten keinen Beweis für eine Fotomontage oder ähnliches entdecken. Für Pfarrer Ford war klar, dass seine Kirche wohl so schön ist, dass sie einer der Mönche auch nach dem Tod nicht verlassen wollte und einfach geblieben war. Nummer 8. Der Lieblingsstuhl.
So wie wahrscheinlich viele von uns hatte auch der englische Lord Camberwell einen absoluten Lieblingssessel. Er liebte es, in diesem Stuhl zu sitzen und zu lesen, seine geliebte Frau im Stuhl daneben. Viele Stunden verbrachten die beiden so. Als er 1891 bei einem Kutschenunfall ums Leben kam, wollte seine Witwe ein Foto, bei dem die ganze Familie um den leeren Stuhl versammelt war, machen. So engagierte sie einen Fotografen, der schon während der Beerdigung alles vorbereitete. Um die Einstellung seiner Kamera perfekt abzustimmen, machte der Fotograf ein Probefoto vom leeren Raum. Doch dieser war nicht so leer, wie er glaubte. Auf dem Foto ist Lord Camberwell zu erkennen, der noch ein letztes Mal in seinem Lieblingssessel sitzt. Nummer 9. Lady Townshend. Obwohl dieses Foto schon 1936 aufgenommen wurde, konnte es bis heute nicht erklärt werden. Die Leute aus Norfolk, wo das Bild entstand, glauben aber zu wissen, was darauf zu sehen ist. Es ist der Geist von Dorothy Townshend, die Anfang des 18. Jahrhunderts mit ihrem Mann in der Villa lebte. Als ihr Mann erfuhr, dass sie einen Liebhaber hatte, sperrte sie der Legende nach im Keller der Villa ein und ließ sie dort verhungern. Und die Einwohner von Norfolk glauben, dass ihr Geist immer noch durch die Villa irrt, wahrscheinlich auf der Suche nach etwas zu essen. Nummer 10. Die Stiege ins Jenseits. Dieses Foto wurde 1996 im Nationalmuseum in Greenwich, England aufgenommen. Eigentlich wollte der Pfarrer Ralph Hardy nur die schöne Stiege fotografieren, doch auf den entwickelten Bildern war mehr zu sehen. Nach ein wenig Recherche fand der Pfarrer heraus, dass im Jahr 1953 eine Besucherin genau diese Treppe hinuntergestürzt war und dabei ums Leben kam. Doch für ihn war damit klar, dass er den Geist jener verunglückten Besucherin fotografiert hatte. Doch ob man die Theorie des Pfarrers glaubt oder nicht, eines ist unbestritten. Sogar Experten des Filmherstellers Kodak konnten weder eine Fotomontage noch einen Belichtungsfehler feststellen. Was haltet ihr von den ganzen Bildern? Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin schon der Meinung, dass so ganz alte Bilder etwas realistischer wirken als neuere Aufnahmen, da eben zu dieser Zeit keine Fotomontage möglich war. Wenn ihr mehr Videos in diese Richtung sehen wollt, dann lasst unbedingt einen Daumen hoch da, damit weiß ich, dass euch das Video gefallen hat. Abonniert, um nichts mehr zu verpassen, und bis zum nächsten Mal. Willkommen auf der Endcard. Links kommt ihr zu den 10 gruseligsten Pokémon-Mythen und rechts gelangt ihr zu der gruseligsten Website der Welt. Viel Spaß!